Ja, der Jan Delay. Das ganze Interview, so richtig in voller Länge, wir haben etwa 16 Minuten miteinander gequatscht, könnt ihr euch initiieren auf choice.ch/blogs/livingroom. Regie. Slash. Genau. choice.ch/blogs/livingroom. Nochmal. choice.ch. So. Okay, ist gut, Martina, ist gut. Jetzt redest du wirklich zu viel. Oh mein, ist gut. Okay, nein, nicht komische Meta-Jokes machen. Geht einfach auf die Startseite und dort findet ihr es dann schon. Ja. Unsere Frau im Chat, Krigi, bitte erleuchte uns, was läuft, bevor wir weitermachen. Sie redet im Fall da immer noch über die 24-Stunden-Show. Das war schon geil, ja. Die könnt ihr euch übrigens auch noch mal reinziehen auf choice.ch. Das lässt irgendetwas. Genau, sie sagen da, das sind alle übrigens da gewesen, die Leute, Oxy, der Severin, die Mona. Das sind alle da im Studio gewesen. Super. Sehr cool. Ja, wirklich gut. Ich stehe voll auf so Namensaufzählungs-Actions. Danke vielmals für dich, Krigi. Das ist gern gesehen. Also schaut mal, vor sagen wir, 2-3 Wochen, ich glaube, es nicht so gut so zeitlich, sind Band of Skulls da bei uns gewesen. Die Leute sind durchgedreht, vor allem die Leute, die Gitarrenmucke geil finden. Hast du es gekannt, Krigi? Nein. Okay. Du wolltest nicht viel zu dieser Sendung beitragen. Aber wenn wir verzeihen sie. Nein, das ist gut. Also gut. Immerhin ehrlich. Das finde ich gut. Also? Ich finde es gut. Sie ist immerhin ehrlich. Okay. Der Dance Move schuldet uns noch. Band of Skulls sind da. Sie sind zwischen recht rabiate Rocktypen und tönen öppe so. Sprich, sie tönen recht heavy. Jetzt sind sie bei Choice und viele Bands und Künstler und sonstige Promis und Celebrities und Celebs und A-Proms und wie man immer den Leuten sagt, halt eine andere Seite bei uns auch dürfen zeigen, wollen zeigen, haben sie das gemacht und sie haben sehr ruhige Töne angeschlagen und das hat dann so tönt.